Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships. Und heute will ich euch mal ein Boot mal wieder zeigen, was ich so schon lange nicht mehr gespielt habe. Und ich muss aber sagen, es hat mir selber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und zwar die Omaha, den Tier 5 Kreuzer der Amerikaner. In dem Fall ist es meines Wissens, ich glaube nicht, dass ich jetzt Quatsch sage, aber müsste es der B-Rumpf sein, den ich hier für euch zeige. Der B-Rumpf hat ein paar mehr Kanonen, dafür aber schlechtere Luftabwehr. Also da der Hintergrund. Wer den sozusagen ein bisschen mehr auf Support spielen will, sollte den C-Rumpf spielen. Und wer da ein bisschen mehr den Damage und ein bisschen mehr von den Kanonen profitieren will, den kann ich wiederum den B-Rumpf mehr empfehlen. Ansonsten, wer sagt, auf ein normales Boot oder einen normalen Tech-Tree habe ich keinen Bock, sondern ich will lieber Premium was spielen, holt euch die Murmansk. Murmansk ist genau wie die Omaha als C-Rumpf. Also ein gutes Schiff, von dem her Murmansk immer wieder eine Empfehlung wert. So, jetzt guck mal. Ne, ich fahre da jetzt aber noch nicht so wahnsinnig direkt drauf. Wir laden mal AP mit unseren vielen Kanonen. Und ansonsten Matchmaking, wie gesagt, Vierer, Fünfer, bei uns sogar die zwei Dreier reingerutscht. Also zumindest vom Schaden her sollte da ein bisschen was machbar sein. Die St. Louis. Ein nicht zu unterschätzendes Gerät, selbst hier mit drei in einem Fünfergefecht. Bis auf die Reichweite, kann die aber trotzdem schon ganz schön wehtun. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal gesagt, ich habe ja vor, wieder ein bisschen mehr auch hier Replays bei World of Warships zu zeigen. Allerdings habe ich leider jetzt in letzter Zeit kaum, sehr, sehr wenig zumindest, Replays bekommen. Also nach wie vor die gleiche Bitte an euch, wer ein cooles Game hat, schickt den Replay-Link einfach an icaramba@wg-news.com oder beziehungsweise das Replay selber, weil Link gibt's ja nicht so in der Form. Also das Replay selber, bitte aber mit den Screenshots des Ergebnisses am Ende, ganz wichtig, weil die Zuschauer wollen ja auch sehen, was es dafür so gab. Ja, hier jetzt hier drüben sehr riskant, weil kaum einer rüberfahrt. Also ich hoffe mal, dass hier drüben Leute noch unterstützend wirken. Ich brauche hier die 8. So, deswegen, ich werde jetzt hier auch wirklich von hinten agieren. Ich will jetzt die Seite aber auch nicht komplett direkt aufgeben, weil sonst ist der Gegner einfach direkt so im Vorteil. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. So, die Flugzeuge, die stören uns noch nicht sonderlich. Jetzt bin ich eher gespannt, was hier gleich auftaucht an Gegnern. Die Flugzeuge gehen jetzt auf die Schlachtschiffe da hinten drauf. Ja, da werden sie gleich ihre Freude haben. Wären sie mal mit hier rüber gefahren und würden nicht noch hinten am Spawn stehen. Ich sehe das jetzt gleich schon irgendwas direkt kaputt gehen. Gerade sowas wie die Kongo oder so, die da nach wie vor gefühlt immer noch so steht wie zu Beginn. Schauen wir uns das Spielchen mal so ein bisschen an. Aber lustigerweise auch keinen Gegner hier vorne zu sehen. Also auf meiner Seite. So, da sind die ersten Torpedos im Wasser auf die Miyugi. Miyugi bekommt da einen auf jeden Fall mal ab. Aber scheinbar nicht mehr. Glück gehabt. Kein Schiff, auf das ich mal eben so schießen kann. Die Kuma vielleicht, wenn sie gleich rumkommt. Ah, die fahrt aber weg. Ich hoffe ja, dass er noch beidreht. Aber derzeit schaut es nicht so aus. Jetzt bin ich offen. Wenn ich hier so mich hinter der Insel aufhalte, bin ich zumindest mal durch die Schlachtschiffe nicht beschießbar. Und
so eine Furutaka, die macht schon ordentlich Schaden. Die darf man definitiv nicht unterschätzen. Ich muss hier auch wegdrehen, wegen der Klemmsen im Hintergrund. Auf die gehe ich jetzt auch mal. Kommt hier direkt. Gleich zu einem guten, spannenden Gefecht. So, jetzt drehen wir da noch weg. Ich brauche die Seite. Zeig sie mir. Ich brauche mehr, ich brauche mehr. Die erste Zitadelle. Weg damit, genauso wollte ich das. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Torpedos auf Steuerbord. Hinter mir die Kongo. Und die Ishizuchi. Also unglaublich viel hier gerade. Jetzt muss ich da unbedingt weg. Kommt jetzt auch gleich noch eine Kuma. Auf die aim ich schon mal tendenziell. Da die verschießt, Gott sei Dank, die Ishizuchi. Tut nämlich auch heidisch weh. Komm schon rum. Ach Mensch, fahr doch zu einfach. Ja, der war teuer. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. Eine Zitadelle, aber nicht genug, leider. So, Feuer ist gelöscht. Komm schon, jetzt mache ich die Zitadellen weg. Ja, der war gut. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Und jetzt hier weiter auf die Kongo. Muss ich aufpassen, dass ich hier mit nichts kollidiere. Die aimt Gott sei Dank nicht auf uns. Das heißt, wir können jetzt hier jetzt mal ein bisschen durchschnaufen. Das ist auch jetzt wichtig. Wir sehen, wo die ihre Türme hat. Die konzentriert sich ganz und gar nicht auf uns, Gott sei Dank. Jetzt muss ich aber auch so ein bisschen fahren. Dass ich eben... Ja, genau das habe ich jetzt befürchtet. Jetzt habe ich... Ja, da hat sie mich aber
Jetzt aber perfekt rausgenommen, aber ich konnte auch früher nicht drehen, weil sonst wäre ich jetzt einfach in die Insel gefahren. Schade, schade, aber eine sehr schöne Runde bis dahin. Schau mal, was unser Team da noch machen wird. Auf jeden Fall haben wir die Seite mal gut verteidigt. Ne, den wollte ich noch nicht. Da mal hier rüber. Da ist jetzt die Hauptschlagkraft unseres Teams noch. Die Wyoming fast zerstört schon. Jetzt kommt auch der Flugzeugträger hier von uns an, schickt hier auch seine ganzen Torpedostaffeln. Also es ist jetzt hier eine schöne Seeschlacht, auch wenn ich schon raus bin. Aber man kann nicht alles haben. Aber jetzt hat er sich sehr ungeschickt manövriert. Die Sekundären genau von der Kongo werden den rausnehmen. Und jetzt die andere Miyogi, die ist hinter einfach von der Feuerkraft natürlich einer Kongo und besonders einer Ishizuchi unterlegen. Die Kuma dahinter kann auch nur supporten, ist jetzt hier nicht der, der dafür machen kann. Aber die Torpedojäger, wo sind sie? Kommen langsam an. Die Miyogi dreht jetzt die Türme oder sich selbst auf die Kongo drauf. Da sind die Torpedos im Wasser und die schlagen ein. Da braucht man nicht hell sehen. Zack. Hätten sogar zwei getroffen. Was macht die Kuma? Unterstützt hier die Torpedos jetzt dann da noch im Wasser. Da sind sie, die Torpedojäger. Die erste Ladung kommt auch. Und der einer sitzt sehr gut. Hat nur noch 5500 HP. Repariert sich aber, wie man sieht. Bekommt da jetzt gerade einen deutlichen Hitpool-Vorsprung wieder. Und die zweiten Torpedojäger, die setzen jetzt von der anderen Seite an. Hat aber allerdings nur noch zwei Stück davon. Der muss jetzt mal die Torpedos loswerden, sonst hat er gleich kein Schiff, kein Flugzeug mehr. Jetzt sind sie im Wasser, da auf die Ishizuchi scheinbar drauf gejagt. Ja, einer hat getroffen. Der zweite ist leider daneben gegangen, aber er hat jetzt ein schönes Wasserleck gehabt, deswegen da nochmal ein bisschen was nachgetickt. Das war's aber auch schon. Unsere Kongo da drüben, einsam auf der 10er-Linie. Da bringt es ja nicht so viel. Und die beiden Flugzeugträger, die müssen jetzt hier aufpassen. Noch sind sie weit genug weg, aber irgendwann werden die auch da dementsprechend beschießbar sein. Wie gesagt, schade, dass ich schon raus war, aber man muss auch ehrlicherweise dazu gestehen, vielleicht hätte ich noch einen mitnehmen können, aber für diese Übermacht der zwei noch angetrümmelten Schlachtschiffe und der dritten Miyogi, die noch voll ist fast, da hätte ich mit meiner kleinen Omaha auch nicht viel ändern können. Kuma macht es jetzt richtig, hält die da offen und auf Sicht. Aber ansonsten riskiert ihr nicht zu viel. Man könnte ein bisschen mit den Torpedos noch arbeiten. Sind zwar nur 7 Kilometer Torpedos, aber wenn sie hier jetzt hier nachgehen und sich in die Richtung orientieren, dann kann man mit denen durchaus was anfangen. Zwischenzeitlich ist auch da eine Phoenix hops gegangen. Zerstört durch die Kongo. Ihr seht jetzt genau, jetzt kommen sie nämlich so zu und da kann man schon ruhig mal versuchen, die Torpedos, weil zumindest haben sie eine abschreckende Wirkung. Wow, der hat die Ishizuchi auch hart getroffen, muss man halt sagen, Ishizuchi, die macht schon ordentlichsten Schaden. Jetzt kommen wir wieder hier eine Staffel Torpedojäger an. Und auf wen geht er diesmal von der Fahrtweise? Würde fast die Miyogi am meisten Sinn machen. Oder die Kongo. Frontal so auf die Ishizuchi eher schwierig. Und da kommen die nächsten. Oh, nur noch 2000 Hitpoints. Das ist nicht mehr viel.
Und jetzt ist sie weg. Was ist mit den Torpedos? Geht da noch was? Jetzt sind sie im Wasser. Wir sehen, er geht auf die Ishizuchi drauf. Aber sieht so aus, als ob keiner trifft. Nee, in der Tat, alle daneben gegangen. So. Er lacht auch. Und jetzt ist lediglich die beiden Flugzeugträger noch am Leben, beziehungsweise die Kongo. Kongo hat aber gar keinen einzigen Gegner da hinten. Deswegen gehen wir auch nicht auf die drauf, sondern bleiben jetzt hier auf denen, Leuten. 15,5 Kilometer weg ist nicht mehr so viel. Wenigstens fährt er in die richtige Richtung. Die Hosho steht tendenziell falsch rum. Deswegen auch im Rückwärtsgang gerade. Was machen jetzt diesmal die Torpedobomber? Kriegen sie diesmal wenigstens die Ishizuchi raus? Ein Kill wäre noch wichtig, allein nur für das Ego, sage ich mal. Aber man sieht auch, Ishizuchi manövriert mit Händen und Füßen. Immer noch kein Abwurf passiert. Ein Torpedobomber ist auch schon zerstört. Da sind die Torpedos im Wasser. Es trifft aber keiner. Jetzt kommen die Gegenläufigen. Und auch hier schaut es gut aus für die Ishizuchi. Ne, einer hat getroffen, aber eben nur einer. Und das von 9 Torpedos, so wie ich das sehe, die ursprünglich abgeworfen worden sind. 9 oder 10, also von dem her ein wirklich maues Ergebnis für unsere Flugzeugträger an dieser Stelle. Sind jetzt auch im Cap. Da ist einer der Flugzeugträger, die Kongo stellt dem Flugzeugträger wohl nach. Aber da passiert nicht viel. Null Torpedos CV. Ja, die Ishizuchi ist ein wenig vorlaut, aber hat auch allen Grund dazu, weil eigentlich ist die Ishizuchi jetzt nicht das Schiff, was wirklich stark manövrierfähig ist. Also da kann man doch mal ganz gut einen Torpedo treffen. So, und unser Torpedostaffel hier will jetzt wohl auf den Flugzeugträger gehen. Also die haben es schon aufgegeben, hier auf die Schlachtschiffe zu schießen, oder? Nein, sie drehen doch nur bei. Was macht er? Was macht er? Auf die Kongo. Aber auch hier mal wieder kein einziger Hit. Ganz schlechtes Spiel der Flugzeugträger. Das muss man einfach mal so sagen an dieser Stelle. Und nochmal, wie gesagt, wer ein Replay hat, wie das Replay zu schicken ist, einfach unten oder zu machen ist, einfach unten in der Beschreibung steht das, wie man es aktiviert. Und dann schickt mir alles, was ihr habt. Ich bin da immer gespannt drauf. Und da gibt es ja dann doch die eine oder andere schöne Runde. Jetzt cappen sie ja wohl durch. Viel haben sie nicht mehr, was sie brauchen. Und dann ist die Runde auch schon beendet. Bin ja gespannt, wer bis jetzt noch mitgeschaut hat. Obwohl ich schon eine Zeit lang zerstört worden bin. So, Runde beendet. Was sagt das Scoreboard? Wir haben 246.000 erhalten. Eine vernünftige XP-Anzahl. 10 Zitadellen gemacht. Den schweren Schläger haben wir auch abgeschlossen. Weil, das sind, da gab es ein paar Credits, das sehen wir aber gleich. Weil und warum? Weil ich die meisten XP und die meisten Schaden von meinem Team gemacht habe. Ich glaube, dafür war der schwere Schläger. Und dementsprechend, was haben wir an Schaden gemacht? Wir rechnen mal zusammen. 22.000, 32.000, 36.000, 76, knapp 80.000 Schaden. Ja, das kann man doch sagen, kann man lassen, obwohl ich nur die Hälfte des Spiels anwesend war. Erhaltener Schaden. Und hier unterm Strich durch den Auftrag gab es 479.000 raus. Wenn jede Runde so wäre, würde ich mich nicht beklagen. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Es war trotzdem hoffentlich unterhaltsam und ich wünsche euch alles Gute weiterhin. Viel Spaß bei World of Warships. Euer Alcaramba.